Wie ist die Konzi zur Wundheilung erschwert? Zwei pro Wunde, richtig? Bestimmt. Wie bitte? Bestimmt. Sorry, ich hab's immer Was noch war die nicht Frage, verstanden. Daru? Bestimmt, ich weiß es nicht. Ich bin mir Was nicht war die ganz Frage? sicher. Die Konsti für die Wundheilung. Ich habe Normalerweise. auch Wie irgendwie viele Wunden hast 3000. du? 3, 4. Ich habe auch irgendwie 3000 Heiltränke gekriegt. Das war alles ein wenig seltsam da. Also. Fünf hast du bekommen, Heiltränke. Ja, Frosty, sag Ich habe dich was. ja mit heilkunde Wunden auch noch gepflegt letztes Mal. Das musst du auch bedenken. K.O.-Probe ist erschwert um die dreifache Wundenanzahl. RIP. Ja, nicht RIP, du wirst wohl, glaube ich, einfach gerade nicht deine Wunden auskurieren können. Das wird mit einmal schlafen, auch wenn die Luft sehr heilsam ist. Hier unten ist die Luft bestimmt nicht heilsam. Ja, ich frage nur irgendwie von wegen Heiltränke und Fionas Verwundungen helfen mir da nicht weiter. Also nein, Fiona hat dir deine Wunde verbunden, aber sie hat keine Wunde im Bein geheilt, oder? Nee, es geht darum, dass wenn ich ihm quasi Punkte zurückgebe, weil ich ihn ja versorge, also ihm eine Erstbehandlung gebe, dass er dann die Erschwernisse nicht mehr hat. Weil ich ihm ja Richtig. quasi Punkte, Bonuspunkte draufgebe, aber ich glaube, das war letztes Mal, Ja, weiß nicht, wie viel dann das war, musst drei du, oder dann sechs musst du Wunden. nur die drei Kopfwunden, nur die Also drei Kopfwunden. die Erstbehandlung ist eigentlich aber gegen Wundfieber und ich weiß nicht, ob wir mit Wundfieber spielen. Also normal ist es so, du wirst behandelt und die THP Stern der Heilkunde Wundenprobe darfst du als Erleichterung auf die Konstiprobe zur Wundheilung aufschlagen. Das ist aber nicht richtig. Klingt aber richtig. Ist es nicht Das ist aber richtig? nicht richtig. Also, Egal, reden wir wirf, nicht. Würfel würfel deine jetzt alle. Regeneration Würfel jetzt minus alle. 1. Hab ich Höchstwahrscheinlich wirst du schon. deine Wunden nicht regenerieren können. Ich würfel jetzt. Ich würfel jetzt einfach eine Konstiprobe und Frosty sagt mir, was was ist. Und wie viel kriege ich in der Kapitänskajüte? Warte kurz. Eins Alles würfeln klar. geht ja immer. So, hast Mit 10 einer Punkte 30. über. Du hast 3 Wunden im Kopf. Mal 3 sind 9. Hast du noch irgendwas? Ja, eine im Bein. Ah, siehst du. Aber du sagst gerade, die zählt nicht. Weil die ja verbunden worden Na ist. dann los, dann schreib dir den Punkt auch noch auf. Frau, die andere Frage, der Typ, der mich versorgt hat, hat der mir irgendwas dazu gegeben oder bin ich jetzt ganz normal bei dem, was mir gerade gewürfelt hat, bei Der dem hat D10? nix. Also das Problem ist, die Leute sind total unvorbereitet auf dieses Schiff raufgerannt. Die Helden haben auch nichts mit, also die haben keine Rucksäcke, die haben kein Geld, die haben nur ihre Ausrüstung, die sie damals beim Legionär von Jekmonit hatten. Die Helden sind komplett unvorbereitet hier raufgerannt. Hier gibt es bestimmt irgendwelche Dinge, aber hier hat sich noch keiner umgesehen. Das müssten wir jetzt gleich machen, Wer wenn war ihr so ein schon mal bisschen Zeit dabei? habt. Die kann er mich heilen, will. Ja, Wascher hat aber auch keinen Rucksack mitgenommen. Habe Nee, ich aber mein die Geld kann dafür richtig gefunden? heilen. So, dein Geld gefunden. Nee, dein Geld ist weg. Also irgendwo anders. Du weißt nicht, wo Geld hier aufbewahrt wird. So, du willst jetzt wo schlafen? Oh, In der mit der Offizier. Kapitänskajüte. Oh Gott, ja, dann hörst du über dir das Streiten der Schwestern und scharrende Geräusch. Das arbeitende Holz und Wasser, was über dir entlang pumpt. Du kannst auch sehen, wie die Pflanzen ja, leicht wachsen und wie es den Pflanzen hier wohl ziemlich gut geht, die um dich herumstehen. Ein ziemlich großes Aquarium, was neben dir steht, der ein paar Fische leben. Ob du Also das ist diese sehr Fische laut schon mal hier. gesehen hast? Ja, also vor allem die Schwestern sind die, die einmal die Treppe nach oben dann warten. Dann würde ich da die Bettdecke von der Kapitänskajüte nehmen und sagen, hier kann doch kein Mensch schlafen. Und so dann mit der Bettdecke nach unten mich irgendwo in so eine Offizierskajüte verteilt ziehen. Ja, okay. Ins Offizierscasino da, also hier irgendwo Genau. 23. Gut, dann kann ich dir da später noch ein paar Betten hinziehen oder so. Habe ich noch bisher nicht gemacht. Aber dann schläfst du dann da, wo andere Offiziere schlafen können. Alles klar. Ansonsten Eribalgus-Kabine ist natürlich auch möglich. Das ist eine Unbesetzte-Offizierskabine, die ist jetzt allerdings von Alan Farnan, von Maraskanern ist sie besetzt. Und das ist auch eine besetzte Kabine mit Söldnern. Müsst ihr euch dann später auseinanderklamüsern. 6 Stunden später. Ich sag einfach mal, wir haben's. Ja, wir machen eine Zeit fest. 15 Uhr. 15 Uhr am 3. Zar war das, ne? Ich Dritter glaube, Zar. mittlerweile war der vierte. Nee. Wir haben damals angefangen mit dem 3. Zar um 4 Uhr morgens. Da kommt die 4 her. Ach, okay, stimmt, So, ja. also 3. Zar, 15 Uhr. Und ihr werdet nach und nach wach. Durch das Pumpen des Schiffes, das Pumpen des Herzes. Und seid alle so ein bisschen erholter. Aua.
ich aufwache, was für eine Verfassung befinde ich mich denn? Und ist irgendwer da? Also ist Ogdan noch an meinem Bett? Pennt der irgendwo neben ja, mir? Ogdan hat sich auf den Boden gesetzt, neben so ein Bücherregal gelehnt, also die Beine von sich weggestreckt. Sitzt er da und hat wohl auch die Augen zu. Die Peitsche von ihm liegt immer noch auf deinem Bauch. Das sieht auch so ein bisschen leid. Oh, Signora. Verzeihung, ich reibt sich so ein bisschen Schlaf aus den Augen. Signora, ich bin wohl eingeschlafen. Ja, und wer genau bist du? Mein Name ist Ogdan Sturmfels. Ich bin der Mannschaftssprecher hier an Bord. Sie, Signora? Ich bin ein Akolut des gütigen Boron und sowas wie ein Seefahrer. Warum bin ich hier in diesem Bett? Also ich weiß nur noch, dass ich irgendwas gesehen habe und dann bin ich nach hinten gefallen. Ich kann dir nicht genau sagen, was du gesehen hast oder was passiert ist. Alles, was ich weiß, ist, dass dieser Ragnar Heldenmund gemeinsam mit dir von oben nach unten auf den Tisch gefallen ist und dann warst du tot. Ich war tot? Sisi. Warum lebe ich jetzt wieder? Muerto. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich war bestimmt nicht richtig tot, sonst wäre ich doch jetzt bei Waffen hier. Ich meine. Ah, Herr Rito. Oder? Guck mal ein bisschen um, ob ich tatsächlich vielleicht doch woanders bin, als ich denke. So sehr ich es euch auch wünsche, ihr dreckigen Torwaler, aber in meiner Gegenwart sterben die Menschen nur dann, wenn ich es ihnen erlaube. Zwinkert ihr so ein bisschen zu. Aha, dreckige Torwald, also so. Sisi, Signora. Aber ihr habt. Die Schwingen von Golgari waren wohl noch nicht gar nicht so weit weg von euch. Ich meine, volle Kraft könnte ich dir zeigen, wie wir Torwalder wirklich drauf sind. Sisi, Signora. Ich dachte mir einfach nur, Golgari. Wir setzen uns zusammen, wir spielen etwas Boltern zusammen und ich habe mir noch Brüderchen Bisteriel dazu genommen und der hat euch ein paar schöne Träume geschenkt. Ah, wir treffen uns immer, wann war das? Markttag. Markttag um zur später Stunde treffe ich mich immer mit auf eine Runde Boltern. Wie heißt du nochmal? Ogdan. Du redest so viel. Ogdan. Du redest einfach zu viel. Das passiert, wenn ich müde bin. Nach müde kommt Dorf. Ah, ja. Woher kommst du? Ich schätze mal Süden. Signora, ich bin Alan Fana. Die schönste Stadt der Welt. Ach, wie man es nimmt. Aber es erklärt so einiges. Wo sind die anderen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Weder Ragnar konnte euch tragen, noch der Kapitän Jalan, und dann musste ich das tun. Mhm. Und warum liegt das hier auf meiner Brust? Die gehört mir, Signora. Damit fange ich Dinge an. Was habt ihr mit mir gemacht, als ich. Naja, fast tot war? Er zwinkert hier nur zu, nimmt seine Peitsche und geht dann. Jetzt am Probewürfel, Moment. Ja, ist ihm egal, kann's halt jezornig sein und toben und schreien, er dreht sich um und geht mit Peitsche. Hä, ich hab ihm Peitsche auch gar nicht zurückgegeben, ne? Dann kannst du mal Initiative würfeln. Sonst greift er vorher zu. Ich nehme die Peitsche und schmeiße in seine Richtung. Bei vollem Bewusstsein, dann reden wir nochmal. Kannst froh sein, dass es mich gerade fast umgehauen hat. Ah, ich kenne Menschen, die hätten ihre Peitsche genommen und ihr in die Fresse gehauen. Ja. Hast du nicht getraut, was? Macht die Tür auf und lässt sich alleine. Ich spucke mal gegen neben das Bett.
Ja, Jalan wird auf so einer Bank wach. Der Tisch neben dir, vor dir, ist eingestürzt. Da ist wohl Ragnar runtergeladen, gelandet. Sie ist auch wie so ein Schweinebraten, ziemlich zerquetscht ist und neben dir liegt. Und Faruk sitzt auf der Bank dir gegenüber und nickt dir zu. Ja, welche Tageszeit ist es? Hell. Wir sind in einem Schneesturm. Wir haben Nachrichten bekommen. Drei Stück. Ich bin Nachrichten. wohl nicht ganz unschuldig daran, aber ihr solltet sie vielleicht lesen und eure Kameraden, denn sie sind an euch adressiert. Ach ja, ihr seid ja natürlich von. Ja. Zeigt doch Richtig. mal her. Er schiebt dir drei gesiegelte Briefe hinüber. Das zornige Gesicht von Dexter Nimrod schon sehen. Wie Sie sind gesagt, ich am. habe einen kurzen Bericht darüber verfasst, was hier passiert ist, und das ist wohl deren Antwort. Nun, vielen Dank. Wir anderen hatten dafür wohl nicht genauso den Kopf bis jetzt. Das wird Magister Brenetian sicher zu gegebener Zeit nachholen. Ich habe natürlich sehr gerne eure Wunden und die eurer Kameraden verbunden, nickt er und geht dann in Richtung der Küche. Ich runzel kurz die Stirn und schau mir die Briefe an. Sind die an mich oder an uns adressiert? Die sind gar nicht adressiert. Das sind einfach Briefe und sie sind gesiegelt. Okay, in dem Fall mache ich den ersten auf. Gut. Was tun die anderen? Dann springen wir mal nach oben. Ich vermute mal, Ephadaios wird Ragnar weg. Genau. Ich würde den Steuerfrauen gerne den Befehl geben, dass sie hier oben das Deck versiegeln und nur für mich die Treppe öffnen. Sei denn, wenn ich gestorben bin, dass sie es dann auch für Ragnar, Jarlan und Brundijan öffnen. Können die sowas machen? Ah, wenn du tot bist, interessiert es mich überhaupt nicht, was du sagst. Nur, ne, aber ihr wollt doch befehligt werden, oder nicht? Ja. Wenn einer stirbt, dann kommt der nächste. Gut, So war es schon immer. aber solange ich hier der Kapitän bin, hört aus, fast an das eingeschlagene Schwert, um da etwas zu wackeln und ihr damit Schmerzen zuzufügen. Solange ich hier Kapitän bin, wird hier niemand sonst in meiner Abwesenheit hochgelassen. Sein Befehl. Ohne zu reagieren, kannst du sehen, wie die Treppe verschwindet und sich zur einen Seite nach oben klappt und zur anderen Seite nach unten klappt. Sind wir Gut. alleine? So soll es sein. Aber jetzt werde ich nach den anderen sehen. Also gib den Pfad wieder frei. Kommandiere sie etwas rum, damit sie lernt, wer hier der Kapitän ist. Gar kein Problem, das kostet alles Handlungspunkte. Die Treppe wird wieder nach unten gefahren, mit einem knirschenden Geräusch und Ragnar erwacht. Ach, der ist ja im Offiziersgelände, stimmt, der ist umgezogen. Ja. Ja, wenn du, willst du da bleiben oder willst du Ragnar suchen? Der würde dann da auch irgendwo rumstromern. Genau, ich würde dann mich von oben nach unten durcharbeiten und würde ich Ragnar und vielleicht Jasper als erstes finden. Nee, Jasper ist irgendwo anders. Geh mal zurück. Ja, du würdest wahrscheinlich Ragnar dabei finden, wie er gerade irgendeine einen Schrank durchsucht und da nach Silberbesteck oder Goldbesteck oder irgendwas sucht. Mich dann anguckt. Ah, Ephadaios, ich wollte nur gucken, ob wir hier irgendwas Nützliches finden. Ah, wir sollten uns vertraut machen mit dem Schiff. Das denke ich nämlich auch. Eine Gelegenheit, die wir nutzen müssen, so viel wie möglich über das Schiff lernen und die Gemeinsamkeiten der Archen. Scheinen ja nicht alle auf acht Beinen zu laufen. Ich? Ah nein, naja, du hast doch in den Tausend-Augen-Kelch geblickt. Du müsstest es doch wissen. Ich weiß es tatsächlich Ruti nicht. Ja, Also, während du mit der Infiltration der Arche hier beschäftigt warst, hatten wir weiteren Kontakt zu
Dexter Nemrod. Es gibt Berichte über die verschiedenen Archen und sie scheinen ganz unterschiedlicher Natur zu sein. Aber gleich besprechen wir das lieber mit den anderen. Sollen wir einmal in den Bauch des Schiffes gehen? Das ist eine gute Idee. Ja, Wagner kommt mit. Ich erkläre noch, dass sich das Schwert weiterhin dort befindet, wo du es zurückgelassen hast. Aber dass die Treppe zum Steuerdeck versiegelt wurde und sich nur für mich öffnet. Oder bisher nur für mich öffnet, weil ich da diesen Befehl dafür gegeben habe. Wie, was? Du, was? Nochmal langsam. Also das öffnet sich nur noch jetzt für dich, weil... Nun, ich habe es nicht gewagt, das Schwert noch einmal in die Hand zu nehmen und diesem Magister, Jasper, oder wie er heißt, vertraue ihm nicht ganz und wir müssen sicherstellen, dass das Schwert nicht in die Hände einer Person, der wir nicht vertrauen können, gerät. Bist du denn sicher, dass du da auch wieder reinkommst? Nicht, dass die jetzt den Weg einfach zu sich verschlossen haben? Ich habe Xyleste und Perena den Befehl gegeben. Ich nehme an, dass es funktionieren wird. Schließlich wollen sie auch einen Kapitän des Schiffes haben, der sie befehligt. Das mag sein. Aber wo wir gerade dabei waren, dass du nicht willst, dass der Magister da reinkommt. Ich hatte mal einen anderen Weggefährten, der konnte sich hin und her springen, indem er irgendwas irgendwie gezaubert hat. Er hat einmal mit dem Finger geschnipst sozusagen und war dann von hier ganz woanders. Gut, ich weiß nicht, ob das so hilfreich gegen Magister ist, aber... Also ich würde nicht reinkommen. Dieser Jasper, er kann sich auf jeden Fall das Wetter untertan machen. Er hat so etwas wie ein kleines Gewitter am Oberdeck erschaffen, um die Lederschwingen zu rösten. Und Nebel hat er auch aufkommen lassen. Ich weiß nicht, ob dieses Springen von einem Ort an den anderen auch in seinem Fertigkeitsbereich liegt, aber gut, dass du es sagst. Also ich habe davon sowieso nicht sonderlich viel Ahnung. Ich weiß nur, dass es verschiedene Schulen gibt, die verschiedene Sachen beibringen und dass es Dämonen gibt und dass die alle irgendwie magisch sind. Dann sollten wir uns vielleicht um einen besseren Lagerort des Schwertes kümmern. Wäre eine gute Idee. Wie wäre es, wenn zum Beispiel hier Jalan es nimmt, wenn er wieder genesen ist. Ich denke, er ist derjenige, der das Schwert am besten vor irgendwem beschützen kann. Ich habe etwas Sorge um die Seelen von uns allen. Ja, deine Finger, siehst du? Diese schwarzen Äderchen. Ja. Ich weiß nicht, ob man da etwas wie Schmerz spürt, aber es ist ein... Man fühlt sich, als würde man altern. Aber du hattest das Schwert doch auch schon mal in der Hand. Fühlst du dich nicht älter? Ehrlich gesagt nicht. Ich verstehe es selbst noch nicht. Ich glaube, weil Effert mich auserwählt hat, bin ich einer der wenigen, die geschützt sind vor den dämonischen Einflüsterungen. Will ich hoffen. Partner nickt dir zu. Vielleicht versucht sie es bei dir auch auf subtilere Weise, man weiß es nicht. Vielleicht, wenn du wirklich von Effert auserwählt worden bist, dann sollten wir so schnell wie möglich irgendwo hin, wo wir diese Arche vernichten können. Das ist sowohl der Wunsch der Arche und auch der Wunsch von vielen Leuten hier an Bord. Außerdem, man stupst Effert da erstmal so gegen die, so ein bisschen in die Magengrube, so kriegen wir dann 250.000 Dukat. Na? Also natürlich nur der Captain und seine wichtigsten Anvertrauten. Und Ragnar grinst sich breit an. Ja, Ragnar muss bedenken, Geld muss man ausgeben können. Und wenn das Ganze hier ein böses Ende nimmt, wird uns auch der größte Haufen Gold nichts bringen. Ja,
Aber du sagtest ja schon, du bist von Effard auserwählt. Wagner grinst nur noch breiter. Er scheint wohl gerade davon zu träumen, was er mit dem Geld anfangen würde, wenn er es bekommt. Dein Wort in den Ohren der Zwölfe. Nun dann, lass uns jetzt erstmal nach unten gehen. Du wolltest ja mit den Leuten sprechen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, mit Jalan, Myria, Fiona. Ich hoffe, hast du sie erreichen können? Ihr geht es. Ich weiß gar nicht, wie es ihr geht tatsächlich. Aber der Doktor hat gesagt, naja, Doktor würde ich ihn nicht nennen, der Heilkundige hat gesagt, sie wird es schaffen. Und naja, sie ist Torwallerin, natürlich schafft sie es. Ein bisschen zäher als ihr. Allerdings. Dann schauen wir mal nach ihm. Alles klar. Dann gehen wir durch den Gang, den ich habe wachsen lassen, nach unten. Ja, höchstwahrscheinlich steht gerade Fiona in der Tür. Ist er aufgestanden, jo, oder vermute ich jetzt einfach mal, dass wir dann gemeinsam zur Stände gehen? Ja, ich war noch zu sehr in Rage durch den Gang, dass ich nicht liegen bleiben wollte. Ja, richtig, gut. Schließe gerade in der Tür und funkelst nochmal in Richtung Klaschebe, wo der gerade verschwunden ist. Ah, Fiona. Geweilt wieder unter den Lebenden. Ja, dieser komische Alan Fana faselte was davon, dass ich schon tot gewesen sei. Was kann ja gar nicht sein, dann wäre ich längst bei Swaffen, ja, müsste mir den Dreck hier nicht mehr geben. Naja, ihr wart schwer verletzt und bewusstlos. Wieso eigentlich? Hat einer gesehen, was passiert ist? Ihr seid ein wenig da oben war was? Auf dem Deck rumgeturnt und dann seid ihr vom Oberdeck... Rumgeturnt? Naja, also... Ihr seid auf jeden Fall irgendwann die 7 Meter aufs Oberdeck runtergeklatscht. Dass ihr noch lebt, ist tatsächlich ein Wunder. Ja, aber gehört daran, dass du nicht ganz Wir Torwaller sind ja ein wenig zäher, ne? Bei Zwafnir. Ragnar lächelt dir mal zu und zwinkert dir zu. Mir wurde schon berichtet, dass du da einen großen Teil zu beigetragen hast. Weißt du, das werde ich nicht vergessen, das schwöre ich dir. Danke. Der Seegang der Arche ist deutlich anders als der von normalen Schiffen. Kein Wunder, dass ihr keinen sicheren Schritt dort oben fassen konntet. Nee, das war's nicht. Es war irgendwas. Frost, erinnere ich mich daran, was da oben war? Also was ich da gemacht habe bis zum Sturz, oder? Da wirkte auf alle Fälle Magie in der Flagge, in der Fahne. Da ist wohl ziemlich mächtiges Zeichen eingewoben. Könnt ihr Brindigian vielleicht erklären? Ja, die Symbole deuten wohl darauf hin, dass es was Ähnliches ist wie mit diesen Toren in die Niederhölle. Sayat. Ich habe auf diese Flagge geguckt, diese Krone drauf und das ist irgendwas Magisches. Ich verstehe von diesem ganzen Zeug nichts, ich will es auch gar nicht, aber vielleicht können wir diesen komischen, wie heißt er? Jasper mal fragen, was es damit auf sich hat. Ich habe da kein gutes Gefühl bei. Ja, er ist gerade oben, zusammen mit Magister Brindigian. Ich glaube, sie gehen die Aufzeichnung des Kapitäns durch. Die Frage ist, ob wir eine neue Flagge hissen sollten oder nicht. Ich meine, wenn dieses Ding uns verrät oder unseren Ort, wo wir gerade sind. Lass uns das nicht mit Jalan besprechen. Und so tretet ihr in die Klaschempe ein. Hier riecht es immer noch nach Essen. Guter Qualität von Ragnar gezaubert. Auch wenn das in einem sehr krassen Kontrast zu der eigentlichen Einrichtung steht, denn naja, es ist immer noch eine Unwasserarche und dementsprechend, ja, neben dem Pochen des Herzens, was ihr noch hören könnt, sind die Wände auch alle sehr schmierig. Archkäfer, die direkt über euch herum lamentieren und ihre Aufgaben vollrichten. Aber Jalan sitzt dort auf einer der Bänke und legt jetzt gerade den letzten gelesenen Brief zurück. Klappt die zu. 3 gebrochene Siegel. Er erhebt sich dann, als die anderen reinkommen. Ah, euer Gnaden und die anderen. Ich wollte euch gerade aufsuchen. Ja, dann. Wir haben Kurs gegen Nordosten aufgenommen. Nordost. Besprechen wir das doch alles vielleicht in der Offiziersmesse, ja? Ich schaue mich mal kurz im Raum um.
Also alles jetzt. Ihr wisst schon. Gut. Faruk, ich werde einen Schreiber brauchen. Kommt ihr wohl mit? Ich kann nicht schreiben, Herr. Ich kann schreiben. Schreiber eingestellt? Ich kann schreiben. Meinetwegen. Dann. Wen nicht als Schreiber? Ist doch egal. Hat jemand was mit mir gesehen? Ja, eure Knappen, ja. Die sollte euch suchen. Ich nehme an, ihr habt die nicht getroffen. Nicht in den letzten Stunden, nein. Lass uns erstmal gehen. Was ist überhaupt aus dieser Wolke geworden da? Ich meine, konnten wir uns verteidigen? Guck mal nach oben. Ja, ja. Erzählt ihr, Ragnar. Nun, wir haben das Schiff abgedichtet, wodurch sie nicht reinkommen konnten. Und ich denke, dann haben sie es aufgegeben. Also, viel mehr habe ich davon auch nicht mehr mitbekommen. Ich habe nur gehört, wie sie übers Deck gescharrt haben. Und dann irgendwann hat es aufgehört. Ich habe mich vorhin ein bisschen umgeschaut. Wir brauchen auf jeden Fall einiges an Leuten da oben. Diese Leute, die ihr dabei habt, ich meine, verstehen die was von ihrem Handwerk, oder? Und darum können wir uns kümmern, wenn wir die Mannschaft davon überzeugt haben, dass es wieder sicher ist, an Deck zu gehen. Besprechen wir jetzt erst einmal unsere Lage, danach können wir, denke ich, weiter planen. Warte, wie? Die Frage ist, während wir hier unten sitzen, ob da oben nicht was Neues passiert. Aber. Und dafür sollten wir gewappnet sein. Sind das nicht Söldner? Also eigentlich sollten die doch nicht nur raufgehen, wenn es sicher ist, sondern auch, wenn der Gefahr herrscht. Gefahr und fliegende, geflügelte Bestien sind zwei sehr verschiedene Dinge, die sehr verschieden auf diese Männer wirken. Es ist eine Sache, wenn du dich, sie darum bittest, dich beraten in den Weg zu stellen. Das ist ihr Beruf, aber das... Ja, dann dennoch denke ich, es wäre doch von Nutzen, ihnen oben etwas Einweisung zu geben, oder? Ich meine... Also, wir befinden uns auf der blutigen See. Was erwarten Sie denn, was Sie hier treffen? Können wir machen, wenn wir wissen. Wir sitzen auf einer verdammten Dämonenarche. Ich sage das nur, weil wenn wir wieder in die Situation kommen, dass etwas Unerwartetes kommt und es kommt schnell auf uns zu und dann rennen wieder alle durcheinander und alle reden durcheinander, dann ist es nicht so effektiv. Insofern sollten wir vielleicht jetzt, wo wir etwas Schnaufpause haben, versuchen, etwas zu regeln, bevor sie uns wieder in die Enge treiben. Meint ihr nicht? Ja, ihr habt recht. Lass Aktion uns das anstatt doch. Reaktion. Vielleicht ich denke, ihr habt recht. Lass uns das doch am besten machen, sobald wir über unsere Lage im Klaren sind. Alles klar. Ritter Jagold. Ja, mein Herr. Mögt ihr doch wohl bitte zwei Mann aufs Oberdeck schicken und, wenn ihr nichts zu tun habt, kurz schauen, ob meine Knappe in den Vorratsräumen schläft. Ich werde nachher sehen. Vielen Dank. Jala, das Oberdeck ist noch versiegelt. Es gibt einen Weg nach oben zu den Offiziersräumen und dem Steuerraum. Vielleicht dort erst einmal unterhalten. Ignoriert diesen Befehl dann. Reden wir erst einmal. Und Jalan begibt sich dann auch in die Offiziersmesse auf den Schreibtisch zu. Ich weiß nicht, ob euch darüber im Klaren wart, aber unser von Baron geschickter Begleiter ist in der Lage, Nachrichten aus der Ferne zu empfangen und übermitteln. Wir haben einige dieser erhalten. Ich werde sie einfach kurz vorlesen. Ich fange mit der erfreulichen an. Herausragende Arbeit. Ich erwarte vollständigen Bericht. DN. Wer ist das? Und dann legt den ersten Blatt, das erste Blatt auf den Tisch. Das ist, ich will nicht sagen unser Auftraggeber, aber zumindest unser Gönner und wenn man so will, unser Vorgesetzter innerhalb des Reiches. Lass ihn erstmal aussprechen, Fräulein Svanjotir. Es wird sich schon alles aufklären. Das war die Nachricht. Nächste. Also, zweite Nachricht. Ihr habt die Schattenwesenheit, der Feindin aller Zwölfe, mit kühler Klinge an der Kehle erwischt. Lügen nicht und befreien uns alle davon. Diesem Monstrum, das unzählige Leiben und Seelen geraubt hat und ein Hohn für die Schöpfung ist. Zerstört die Dämonenarche in Rondras Namen. Nur im Kampf können wir uns bewähren. Der Wille der Herren ist unser Befehl. Eila von Schattengrund. Jalan legt das zweite Blatt, nimmt das erste auf den Tisch.